Wir sollen hier erkennen, welcher Teil vom Ganzen blau eingefärbt ist. Um diesen Bruchteil hier zu erkennen, ist es am einfachsten, sich diese kleine Quadratchen vorzustellen. Und so sehen wir, dass 5 von insgesamt 9 Quadratchen blau eingefärbt sind. Der gesuchte Bruchteil ist also 5 Neuntel. In diesem Fall ist es am einfachsten, sich diese Dreiecke vorzustellen. Und somit können wir feststellen, dass 7 von den insgesamt 9 Dreiecken blau eingefärbt sind, also der gesuchte Bruch ist 7 Neuntel. In dieser Zeichnung stellen wir uns diese Quadratchen vor und sehen, dass 1, 2, 2,5, 3, dass 3 von insgesamt 8 Quadratchen blau eingefärbt sind. Der Bruch ist also 3 Achtel. Hier in dem Fall ist es am einfachsten, man stellt sich die Diagonalen von dem inneren blauen Quadrat vor, also so, und so stellt man fest, dass dieses Dreieck 4-mal in dieses blaue Quadrat hineinpasst, aber 8-mal in das große Quadrat hineinpasst. Der gesuchte Bruch ist also 4/8. Diesen Bruch können wir kürzen, das macht 1/2. Jetzt hier. Stellen wir uns diese Zwölftel vor und somit sehen wir, dass 1, 2, 3 von diesen 12 Kreissektoren blau eingefärbt sind. Der gesuchte Bruch ist also 3 Zwölftel. Den kann man aber noch kürzen. Das macht 1/4.